Servus und mal wieder herzlich willkommen zurück. Diesmal wirklich im Anschluss an die letzte Folge. Ich hoffe, ich werde nicht wieder unterbrochen. Dann gucken wir mal, dass wir das hier noch gerade zu einem schönen Abschluss bringen. Da müssen wir noch ein paar Wrought Iron Ingots brennen gehen. Noch Glowstone holen und. Brauchen wir noch was? Ich glaube nicht. Gehen wir jetzt gerade nochmal schlafen. Dann gehen wir das mal noch holen. Und ich freue mich ja doch schon ein bisschen darauf, wenn wir dann mit dem neuen Kram anfangen. Denn, ja, doch, das ist die richtige Richtung. Das ist unser Biom. Ich hatte auch schon ein bisschen rumprobiert, ob das mit dem Chunklöchen und so weiter funktioniert. Das sieht alles gut aus. Ja, ich bin echt noch am Überlegen, was ich dann so an Mods noch reinmachen will. Ich will ja nicht fünfmal dran gehen, deswegen würde ich jetzt erstmal einen großen Schwung dazu packen. Ich meine, zu viele müssen wir auch nicht machen, aber ich will jetzt nicht irgendwie nach 10 Folgen merken, oh, diese Mod wäre ja auch noch cool gewesen. Friemeln wir die mal noch zwischendrin dazu. Ich würde das dann lieber an größeren Blocks machen, dass wir so, sagen wir, alle 100 Folgen einfach mal ein bisschen was Neues hinzuwürfeln. Mal gucken. Eventuell fangen wir dann auch irgendwann einfach ein neues Modpack an. Das weiß ich noch nicht, wie das in ferner Zukunft aussieht. Aber ich denke mal, für die nächsten 100 Folgen werden wir dann gerüstet sein. Boah, und ob das hier mit der Monsterfalle noch was wird, das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich die wirklich bauen soll. Das mit dem Spawner ist eben ein bisschen blöd, weil man da recht nah dran stehen muss, dass da was gespawnt wird. Upsi. Mal gucken. Jo, und dann kann man dieses Lavabecken wegmachen und dann einfach diese Tinker-Schmiede hinbasteln. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Da freue ich mich schon richtig drauf, muss ich sagen. Hat man auch wirklich nochmal Lust, wenn man so ein bisschen Ideen hat, was man dann in Zukunft machen sollen. Und dann kann man auch nochmal frisch auf Reisen gehen, weil wir dann die Umgebung erstmal nochmal erkunden müssen. Ach, das wird schön, das wird schön. Ich hoffe nur, das klappt auch alles so, wie ich mir das vorstelle. Das wäre jetzt extrem blöd, wenn das nicht so funktionieren würde. Aber ich wüsste gerade nicht, was dagegen sprechen würde. Wie gesagt, ich glaube, das größte Problem wird, Mods zu finden, die hier gut passen und die die Welt nicht zerstören. So. Dann müssen wir mal gerade gucken. Eisen haben wir ja noch genug. Na, wobei die 28, die reichen. Sand habe ich auch noch ein bisschen. Dann brennen wir jetzt erstmal die Wrought Iron Ingots. Da war ja hier drüben im Garten. Apropos, wir könnten mal noch gerade noch mal wegen unserer Mühle gucken. Kompost und so. Da brauchen wir Sand und Eisen. Wie viele denn? Ich glaube 12 machen wir mal. So. Jetzt bräuchte man nur noch Kohle, ne? Ich verbrenne jetzt erstmal die. Warum kann ich keine Treppen verbrennen? Das ist doch ein Huhn. Ein Huhn! Machen wir es halt mit Kohle. So. Bin ich jetzt doof? Ich bin wohl doof. Was brauche ich denn sonst dafür? Ich dachte, das wäre Sand und Eisen gewesen. Wo ist mein Nei? Im Ernsthaft, wo ist das? Moment. Shortcast, bla, Option. Was? Habe ich beim Rumprobieren irgendwas kaputt gemacht?
Share-Sensor. Controls, bla. Was zur Hölle? Ja, Test 1, Test 2 disabled, Dankeschön. Was zur Hölle? Gibt es irgendwie einen Shortcut, wo man das mit ausschaltet? Was ist hier los? Verdammt. Moment. Wir gucken jetzt mal gerade. Ich will die Folge jetzt nicht abbrechen, weil ich kenne mich, dann fange ich nicht nochmal an. Controls, gibt es irgendwie beim Nei ein Hotkey, um das auszuschalten. Stream World Edit, bla, Gravestone Mod. Journey Map, ja. Ich weiß gerade nicht, was da los ist. Was? Wo ist es hin? Okay, wenn ich R draufklicke, sehe ich, was ich damit chiseln kann. Mit U, was ich damit craften kann. Die Mod ist noch da, aber warum ist das Interface weg? Ich will das Interface, ich weiß nicht mehr, wie ich die. Moment. Mit U. Das ist ein Bloomery Process. Ach, das geht nur mit Holzkohle. Ah. Ich muss dann mal in der nächsten Folge gucken, was ich da kaputt gemacht habe. Mal schauen mal an. Die können wir auch mal gerade mitnehmen. Bup. Jetzt habe ich keine Holzkohle mehr dabei, oder? Nö. Na danke, Merkel, du Arschloch. Hey, dann brennen wir uns halt noch ein bisschen. Was habe ich noch? Irgendwelches Holz? Hier sieht gerade nicht so aus, oder? Muss ich jetzt das gute Holz nehmen, weil ich zu faul bin, zum Holzlager zu laufen? Das sieht fast so aus, hm? Jo. Naja, dann ist es halt so. Machen wir hier mal noch einen Stack. So, und dann wollte ich noch wegen Kompost gucken. Dann können wir auch gleich nochmal nach da hinten gehen. Wie sieht es hier aus? 13, 21, 17. Boah, ist jetzt nicht so überragend viel, ne? So, zwei reichen. Oh, was haben die denn da gemacht, dass das nur mit Holzkohle geht? Das ist ja dumm. Warum geht das jetzt auch nicht? Ah, jetzt geht's. Dankeschön. Meine Herren, was ein Gefriemel. So, jetzt gehen wir aber nochmal hinten zu unseren Bambusen. Und gucken mal, wie das da so hinten abgeht. Ich weiß nicht mehr wirklich, was wir da gemacht hatten das letzte Mal. Ich. Schnauze! Ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Ich spiele in letzter Zeit noch ein bisschen mehr Europa Universalis. Und da weiß ich nicht, ob ich das einfach mal aufnehmen soll, wenn ich da spiele. Weil halt da der Punkt halt immer ist, ich bin nicht so ultra gut in dem Spiel.
Oh, da ist noch ein bisschen was drin. Aber das. Oh. Oh. Genau, da habe ich halt immer so die Bedenken, ich bin nicht so ultra gut in dem Spiel, ob das überhaupt jemand sehen will. Und so Strategiedinger sind ja auch immer so, ne? So die Sache. Aber eventuell mache ich das einfach mal. Ich meine, Schaden tut es ja nichts. Außer die Leute, die abonnieren, weil ich so schlecht bin. Ach, ich liebe das. Ach, dieses Blub, 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 Blub immer, das ist so schön. So, das da hinten kann man hier mal komplett wegmachen. Das hier vorne reicht. Ah, blub, 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 blub. Ich muss mich auch wirklich wieder ein bisschen zusammen raffen und Enderal weitermachen. Das ist so ein cooles Spiel, nur irgendwie weiß ich auch nicht, kriege ich meinen Arsch nicht hoch und dann nochmal weiterzumachen. Das ist das Problem, wenn man einmal raus ist, fällt schwer wieder anzufangen. Wobei, kennt das jemand von euch? Dass man irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, wenn man nur noch zockt. Ich muss irgendwie immer in letzter Zeit zwei Sachen gleichzeitig machen, weil man das Gefühl hat, man verpasst irgendwas. Ich spiele ungern wirklich konzentriert nur noch an einem Spiel. Was ich in letzter Zeit öfter mache und lieber mache, ist was zocken und nebenbei einen Stream offen haben. Ich weiß auch nicht. Kennt das jemand von euch? Kennt das jemand? Kennt das jemand? So, immer noch den Rest holen und dann haben wir da auf jeden Fall nochmal gut Asche. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß auch nicht. So. Das könnte auch so ein bisschen der Grund sein, warum ich letzter Zeit so selten aufnehme. Na toll. So, da hinten. So, so. Dann nehmen wir hier noch den ganzen Kram raus. Und dann können wir eigentlich nochmal ein bisschen an der Mühle weitermachen, würde ich sagen. Gehen wir noch gerade einmal zurück, gehen pennen. Dann müssen wir die Komposterde mal noch machen. Beziehungsweise die Gartenerde. Dann geht's los. Schnauze! Ich will schlafen! Ja, das wäre auch noch sowas, ein paar mehr Tiere, ne? Oh, wie hieß die nochmal? Mo Creatures, glaube ich, ne? Oh, wobei die Viecher gehen einem da teilweise auch übelst auf den Sack, wenn ich mich recht entsinne. Da laufen dann überall irgendwelche Viecher rum, die dann immer Krach machen. Das muss ich mir immer noch überlegen. Wenn muss ich das wahrscheinlich sehr, sehr begrenzen und einstellen, dass das nicht so viele Viecher werden und auch nicht unbedingt die lautesten. Da kann man mal gucken. Ich bin mal gespannt, was ihr da noch so für Vorschläge habt. So, habe ich hier noch Erde irgendwo rumfliegen? Nein, hier auch nicht mehr. Dann müssen wir zu unserer Erdkiste gehen. Klack. Genau, und dann die Marktstände können wir dann auch noch NPCs. Boah, ich glaube, eine NPC-Mod muss ich mir unbedingt machen. Einfach damit die Welt hier ein bisschen belebter. Also ich glaube, das wird richtig cool. Plupp. Ein bisschen was können wir uns ja nochmal mitnehmen. Was soll der Geiz? Zack, zack. So, hier können wir nochmal reinlegen. Boah, und ich muss mal meine Rucksäcke misten, wobei die brauche ich ja noch. So. Dann geht's erstmal ans Gartenerde machen. Zack. Zack. Komm. Plupp. Und den da. Das sind immerhin noch mal fast 4 Stacks. Da kann man doch was mit anfangen. So. Ja, ich glaube, Custom NPCs ist ein Muss.
Boah, da können wir hier in dem Dorf so viel Schönes machen. Dann sieht das auch hier nicht mehr so einsam aus, wenn hier dann einfach so am Wegesrand mal so ein paar rumlaufen. Oder am Feld, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, wie das da mit den Texturen ist und so weiter, dass da eventuell so ein paar Farmer rumlaufen. Das wäre doch noch echt super. Boah, ist das laut. Müssen diese Effekte so laut sein? Was wollte ich sagen? Genau, da müssen wir mal gucken, wie das mit den Texturen ist. Aber ich glaube, das wäre richtig cool, wenn wir hier einfach wirklich ein Dorf draus machen mit Custom-NPCs. Ich glaube, wenn wir dann wirklich sowas wie Thorncroft machen, da kann man sich ja dann auch noch so ein paar Golems machen, die auch ein paar Arbeiten für einen verrichten. Und ja, dann könnte man halt wirklich sowas wie Holz fällen oder Weizen ernten oder so, können wir automatisieren. Ohne, ich sag mal, große Apparaturen dazu basteln. Boah, ich glaube, das wird richtig cool. Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, sind jetzt noch 5 Folgen, glaube ich, nach dieser hier. Beziehungsweise 4, weil ich will dann halt bei der Folge 300 ein Special machen, wo wir dann alles erkunden, was ich dann neu dazu gemacht habe. Wird dann wahrscheinlich zwischen Folge 299 und 300 nochmal eine Pause geben, weil das wird, glaube ich, ein bisschen gefriemelt, das alles zu machen. Aber Folge 300 wird dann, wie gesagt, ein Special. 9 Mods. Sehr geil. So, und dann war's auch wieder. Muss ich mal gerade gucken. Zack und zack. Wie es sich denn hier mit den Rändern verhält. Ah ja, die fehlen noch. Wobei, nicht alle. Hier sieht alles gut aus. Ist dann nur da hinten die Ecke. Ist tatsächlich nur hier hinten die Ecke. Dann würde ich das doch mal so machen. Dass wir hier diese Ebene schon mal halbwegs hinbiegen. Dass wir hier einfach schon mal drauf aussehen können. Beziehungsweise, ah, wie sieht es denn hier aus? Ah, hier sieht es eigentlich auch schon gut aus. Da habe ich ja schon vorgearbeitet. Meine Herren, ich bin ja stolz auf mich. Tatsache. Nee, dann müssen wir das hier erstmal bepflanzen. Nö, ja, dann vergesst es. Wobei, komm, die Ecke stellen wir gerade hier hin. Ich meine, was soll's denn? Das ist doch voll der Schwachsinn. Zack, zack und weg damit. So. Dann sieht das hier ordentlich aus. So, dann können wir das hier eigentlich schon mal alles pflügen. Dann können wir nochmal Weizen ernten und das gerade nochmal bepflanzen, würde ich sagen. Dupdi-dupdi-dum. Boah, ich bräuchte eigentlich auch noch jemanden, mit dem ich hier eigentlich auf einer Serverwelt spiele. Ich finde das in letzter Zeit so lustig, jetzt wo Tobi auch noch das Let's Play bei Gronkh auf dem Server macht. Die müssen zwar nicht immer gleichzeitig spielen, aber die spielen sich dann immer so gegenseitig kleine Streiche. Das macht das Ganze so unglaublich lustig. Nur Mr. Fail ist halt, sagen wir es mal so, ich glaube, alleine würde er Live in the Woods nicht spielen. Er ist da mehr so der Typ für diese Technik-Modpacks.
was ich hier eigentlich nicht haben will. Und Leute, die ich nicht kenne, würde ich hier halt erstmal definitiv nicht drauf spielen lassen. Ich meine, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, das ist schon klar. Aber von vornherein gehe ich halt mal darauf aus, also davon aus, dass ich den Leuten erstmal nicht trauen kann. Und ich will halt nicht Blödsinn da drauf gemacht haben. Ich will die Leute dann, wenn dann, kennen, wenn ich sowas mache. Entweder persönlich oder halt, sagen wir mal, schon etwas länger, wenn ich sie nur online kenne. Also jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen zu sagen, hey, komm, ich spiel mit. Nein. Aber es wäre schon extrem cool, wenn man sowas hätte. Also. Aber ich glaube, das wird vorerst leider nicht passieren. So. Dann brauchen wir Weizen für Samen für neues Weizen. Wie viel das allein hier oben auf den kleinen Ebenen schon ist, das ist unfassbar. Wer kam eigentlich auf die doofe Idee, hier Weizen auf so einem großen, auf so einer großen Fläche auszusäen? Welcher Depp kommt denn auf so eine Idee? Das ist doch wahnwitzig. Das ist doch total übertrieben. Brot für die Welt. Oder wie hieß das Achievement bei Cookie Clicker? Whoops. You found a solution to world hunger. Oder you solved world hunger oder was weiß ich. Ich glaube, so können wir das hier auch bezeichnen. Ich glaube, mit dem Feld hier könnten wir 50.000 Spieler annähern, die dauerhaft online sind. Gott. Jo, das automatisch abernten und Essen draus kochen, ne? Läuft dann. Wie ist es eigentlich? Können wir die Ebene hier eigentlich. Ah, hier die Ebene fehlt ja auch noch. Was ist denn da los? Was ist da los? Ich glaube, hier hinten rum hatte ich das meiste schon erledigt, ne? Weil hier unten rum sieht schon alles richtig aus. Schwipp, schwapp, schwupp. Schnubbelidupp. Und schnabbelidab. So. Ja, bis dahin reicht dann auch erstmal. Können wir hier noch gucken? Das ist ja eigentlich auch schon in Ordnung. Da kann man dann auch schon einfach draufhauen. So. Und so. Hier geht er dann auch. Zack, zack. Zack, 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 zack. So, mal gucken. Ja, eigentlich sind wir hier dann wirklich fertig. Krass. Mal gerade bis hierhin noch. So. Und dann diese Ebene. Oh, wobei die Folge leider zu Ende ist. Ja, machen wir dann beim nächsten Mal weiter, ne? So, bis hierhin. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit der Besamung des Feldes. Dann wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö.